Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Ja, wir konnten in der letzten Folge Frankfurt schlagen, auch wenn es ein Elfmeter war, denke ich trotzdem, dass wir es verdient haben zu gewinnen. Die waren jetzt nicht so oft vor unser Tor, wir waren schon sehr dominant. Wir haben in der letzten Folge aber auch Linton Meiner zurück an den Maschsee geholt. Wollten damit eigentlich nur bewirken, dass unser Tempo noch extremer wird. Ne? Teuchert bringt das Tempo nicht mit und Tresoldi als Backup war dann so, die Idee wird vielleicht nicht helfen. Er ist ein 65er, das ist jetzt in der ersten Liga vielleicht nicht so gut. Aber man sieht auch mit Bayer und so, die haben Tempo und haben trotzdem Schwierigkeiten da auf den Flügeln. Aber okay. Heute ist der 31. Das heißt, heute wird gefeiert. Ich schätze, vielleicht so ein oder andere schon unterwegs oder ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall oder hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle auf euch aufpassen werdet und alle wieder gesund nach Hause kommt, wenn ihr heute unterwegs seid. Rutscht gut rein, treibt es aber wirklich nicht zu wild. Ne? Es ist schon, die dümmsten Sachen sind schon passiert an solchen Tagen, aber auch die witzigsten, das muss man einfach auch klar und deutlich dazu sagen. Aber dennoch, seid vorsichtig, ne? Übertreibt es nicht und ja, schaltet nicht euer Kopf direkt ab oder in der heutigen Zeit passiert einfach sehr, sehr viel. Deshalb, ich hoffe wirklich vom Herzen, ihr kommt alle gesund wieder nach Hause heute, die unterwegs gewesen sind oder halt morgen, dass alles friedlich bleibt bei jedem von euch, dass keine Verletzungen durch Knaller oder sonstiges entstehen bei euch. Ja, einen super, super schönen Tag, viel, viel Spaß und ja, vielleicht ist es ja dann auch ein gelungener Abend. Das hoffe ich natürlich für jeden von euch. Und für das kommende Jahr dann natürlich auch vom Herzen alles, alles Gute. Alles, was ihr euch wünscht, alles, was ihr euch erhofft, möge es in Erfüllung gehen, egal wie, jeder Vorsatz, alles, was ihr euch vornehmt. Ich drücke euch die Daumen und wünsche es euch vom Herzen. So, jetzt wollen wir reingehen. Wir haben die restlichen Stunden vom Transfermarkt. Wir gehen durch. Ich weiß nicht, ob bei uns noch was passieren wird. Okay, da noch nicht. Beino Gittens ist nach Köln gewechselt. Die haben sich jetzt den Ersatz für Meiner geholt, ne, mit Beino Gittens. Okay, hier passiert nicht mehr viel. Vogelsammer werden wir wahrscheinlich nicht mehr los. Sachi ist nach Dortmund gewechselt. Das ist der Ersatz wahrscheinlich für Beino Gittens. Upamecano ist von Bayern nach Arsenal gewechselt. Ah, auch toll. 3 Stunden noch. Oh. Für Teuchert. 5,5 Millionen. Antonius Hilbach angetreten. 47,7 Millionen, Alter. 12,4 Millionen hat Köln für Beino Gittens bezahlt. Und wir haben 5,5 Millionen für Teuchert, ein Angebot für Teuchert bekommen. Wir hatten schon 7,3, das haben wir abgelehnt. Und auch das werden wir ablehnen. Eine Stunde weiter. So ein knackiges 5,5 Millionen für Vogelsammer wäre doch schön. Für Leopold 2,1 Millionen. Auch das lehnen wir ab. Kein Interesse, Leopold abzugeben derzeit. Und die letzte Stunde. Das war's. Okay, passiert nichts mehr. Steht nicht mehr großartig was. Okay. Bayer erzielt Doppelpack bei Hannover Sieg gegen Frankfurt. Der formstarke Bayer führt Hannover 96 mit einem Doppelpack zu einem 2:1 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Überragende Leistung von Havertz. Havertz Nielsen. Was Havertz Nielsen kann, weiß natürlich jeder, aber im Moment kann er es auch in jedem Spiel abrufen und das ist einfach nur spektakulär. Die Hannover Fans sind begeistert, auf welchem Level Havertz Nielsen derzeit auftritt. Leitl ein gefragter Mann. Leitl entwickelt sich immer mehr zu einem hochgehandelten Mann in der Welt der Fußballtrainer. Derzeit macht er sich durch seine Arbeit bei Hannover 96 einen Namen. Und dieser Name steht für attraktiven und erfolgreichen Fußball. Merkt euch diesen Satz. Er scheint ein Händchen dafür zu haben, Teams darauf zu trimmen. Jetzt könnte er auf Nationaltrainer glänzen. Mann, hab schon getrunken. Hat Spaß.
Wie wir exklusiv aus dem Umfeld von Leitl und Hannover 96 erfahren haben, gab es gestern ein Treffen mit Vertretern des Schwedenverbands. Die Vertragsverhandlungen stehen wohl noch am Anfang, aber wie zu hören ist, macht man durchaus Fortschritte, sodass eine Verpflichtung von Leitl absolut realistisch scheint. Nachdem in letzter Zeit einige Trainerposten bei Nationalmannschaften frei geworden sind, dürfte die Jagd auf kompetente Trainer eröffnet sein. Mit dabei Polen, das sich als eines der möglichen Ziele von Leitl zu entpuppen scheint. Dementsprechend positiv hat man sich dort über den Hannover 96-Mann geäußert. Es wird also immer wahrscheinlicher, dass der Fußballverband von Polen ihn kontaktiert. Ukraine ist nun schon länger ohne Trainer und diese Lücke soll mit einem unverbrauchten Gesicht gefüllt werden. Das Gesicht von Leitl könnte passen, aber Ukraine weiß auch, dass jemand wie Leitl heiß umworben ist. Ein Angebot an ihn muss also reizvoll sein und hoffentlich kommen die Russen nicht wieder dazwischen. Entschuldigung. Ghana ist derzeit ebenfalls auf Trainersuche und obwohl man eigentlich nur eine Außenseiterrolle im Rennen um Leitl spielt, könnte es gerade diese Außenseiterrolle sein, die den Hannover 96-Boss reizt. Ghana hatte erst neulich bekannt gegeben, dass man einen Richtungswechsel anstrebe und dass Leitl dabei die perfekte Wahl wäre. Für Leitl könnte Marokko genau die richtige Wahl sein. Dort könnte man im Aufbau eines erfolgreichen Teams auch der Aufstieg in die Spitze der Trainerzunft gelingen. Marokko wird sicher nichts dagegen haben, Leitl beim Aufstieg zu helfen. Schließlich könnte das ja beiden Seiten enorm helfen. Ich würde nur zu Deutschland gehen. Dann sage ich so, wie es ist. Meiner. Nachdem Meiner in seinem Debüt eine ziemlich mäßige Leistung gezeigt hat, erhofft sich Leitl natürlich eine deutliche Steigerung und auch Meiner war unzufrieden. Ich habe heute zu wenig gezeigt, aber ich stehe hier auch erst am Anfang. Vollkommen richtig. Transferperiode. Das Transferfenster ist nun geschlossen. Die Vereine hoffen nun, dass sie den richtigen Kader für eine erfolgreiche Saison haben. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Wir haben Nachrichten. Letzte Frist für Transfer ist abgelaufen. Wie viel? In allen Ligen 894.530.000 wurden ausgegeben. Wie viel haben wir ausgegeben? 64 Millionen ungefähr, ne? Ist jetzt auch nicht so schlecht. Wir gehen zur Jugendakademie. Ich glaube, unser Jugenddings ist gar nicht mehr unterwegs, ne? Hatten wir hier nicht so ein Talent bei? 17 ist ein 56er. 16 ist ein 55er. Wollen wir die mal in unsere Dings packen? So, die sind in unserer Jugendakademie, ne? Dann lassen wir sie da erstmal. Ein Netzwerk können wir uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr leisten. Wir machen erstmal weiter. Der nächste Gegner ist Augsburg. Geänderter Termin ist wahrscheinlich, weil der DFB-Pokal jetzt dazugekommen ist. Bitte beachten Sie, dass folgende Spieler aufgrund von Einsätzen für die jeweilige Nationalmannschaft zeitweise nicht zur Verfügung stehen. Vom 12. September bis 18. September. Linton Meiner ist für Deutschland nominiert. Eventuelle Änderungen der Mannschaftsaufstellung sollten bereits jetzt vorausgeplant werden. Hier ist ein Termin geändert worden, Wolfsburg. Von den 12. auf den 13. und gegen Bayern von den 20. auf den 21. Schön. Dann wird es da noch enger. Ich hatte im Vorfeld mal geguckt und da sind ja wirklich viele Termine sehr, sehr eng beieinander. Hier geht's noch. Dann haben wir Pokal gegen Bielefeld, unsere Freunde aus Bielefeld. Und dann haben wir hier schon nur 3 Tage Pause, bis dann Gladbach kommt. Hier ist auch eng zwischen Dortmund und Leverkusen, sind nur 5 Tage Pause. Gut, hier ist ein bisschen Pause, aber zu hier zwischen Stuttgart und Werder Bremen wieder. Und es wird sich noch ändern, wenn wir im Pokal Tatsache vielleicht doch mal weiterkommen. Ich weiß es natürlich nicht, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich würde sagen, wir starten erstmal wieder so, wie wir eben gestartet sind und bringen dann Meiner mit dem Tempo. Durchaus reicht für Dorsch, Kunze, Stanisic und für Neumann die Fitness nicht aus. Das heißt, wir müssen bei denen vielleicht mal den Trainingsplan ändern, dass die vielleicht erst einmal ausgeglichen sind. Kunze ebenfalls, Stanisic ebenfalls, Neumann ebenfalls. So. Die sind alle ausgeglichen. Hier können wir Fokus komplett hochsetzen. Starker Fokus auf Leistung. Hier auch starker Fokus auf Leistung. Starker Fokus auf Leistung. Ah.
Ja. Dann hoffen wir mal, dass die sich schnell erholen. Wir gehen erstmal rein. Spieltag. Vorbericht. Im 4-4-2 halten spielt Augsburg mit Colina, Winter, Bauer, Gumni, Breithaupt, Zaidu, Okugawa, Neres, Cardona, Tietz. Auf der Bank ist noch Holz, Meier, Mateta, Belcho, Goviljov, Engels und Kubek. Sie spielen auch Flügelspiel, haben 2 Spiele in Folge verloren. Und dann kommen wir genau wieder richtig. Wir sind ja immer mal wieder so ein Aufbaugegner. Bestätigen. Getimter hoher Pass. Oha. Schön Teuchert. Schön. Ich meine, wenn wir aus den ersten 3 Spielen 9 Punkte holen, haben wir, glaube ich, mehr Punkte geholt als erwartet. Boah. Aber wir sollten den Tag hier noch nicht vor den Abend loben. Er schießt ihn einfach genau in die Fresse. Schön. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Was? Könnte vielleicht doch. Nein, tut es nicht. Also erneut versuchen. Blub. Blub, ganz easy. Ich muss gestehen, ich fand das Tor auch sehr gut von Bayer. Was er dann da erzielt hat, dass er da wirklich nochmal draufgegangen ist zum 1-1. Torwart hat aber auch wirklich gut gehalten. Oh, jetzt trifft er hier alles, der Teuchert. Starkes Ding. Oh. Den hat er. Da lässt er sich nicht lumpen. Aber das müsste ja reicht schon. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass wir den letzten gar nicht mehr brauchen. So, schön. Wir machen weiter. Vorbericht gibt's nicht. Also ein Dings, Pressekonferenz. Wer will das auch, ne? Wer will so ein Spiel hier sehen wahrscheinlich? Wir spielen in der WWK Arena am 8. September 2024 um 15.30 Uhr. Schiedsrichter ist wieder Yannick Zögler, den hatten wir schon ein paar Mal. Wir spielen auf Ultimativ 5 Minuten und das ist bewölkt. Partie spielen. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Wir zeigen stimmt. Sie ihn live. Herzlich willkommen in der WWK Arena, liebe Fußballfreunde. Wir dürfen Sie zur heutigen Partie begrüßen. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. FC Augsburg gegen Hannover 96. Das super war schon Pass wieder. Was die Gäste in den ersten beiden Spielen abrufen konnten. Sie haben 6 Zähler auf dem Konto und das ist deutlich über den Erwartungen. Man hat hier alle überrascht. Ich bin sehr gespannt, ob sie heute so weitermachen können. Obwohl jetzt auf jeden Fall alle gewarnt sind. Übermotivierter Dorsch. Die Aufstellung des FC Augsburg. Da setzt er sich gut durch. Schön zur Ecke ausrollen lassen. Ecke kommt in die Mitte. Stark. Das ist der Befreiungsschlag, aus der Ecke wird also nichts. Er stand in den Tagen vor diesem Spiel ja so ein wenig im Mittelpunkt. Der trifft heute auf seinen Ex-Club. Wir wissen es konkret nicht. Wie siehst du das? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht.
das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Oh. Klar, es gibt auch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Das sind Profis, das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches. Okay, und wieder Ruhe reinbringen. Josip Stanisic. Sauber, schönes Ding. Schade. Jetzt haben sie den Ball. Ich wollte erst schimpfen, weil der so schief aussah. Titz. Wir finden noch nicht richtig ins Spiel. Rese. Oh. Aber Nielsen. Gute Aktion jetzt. Chance zur Führung. Jawohl. Oh. Wieder Bayer. Oh, der Typ schlägt voll ein. Oh. Ich dachte aber wirklich erstmal abseits, als er da durchgekommen ist. Der letzte Pass. Also ich ziehe von Teuchert auf Bayer. Dachte ich erstmal abseits. Aber dann klatscht er ihn da rein. Gut gemacht. 4 Tore in 3 Partien. Der war sein Geld bis jetzt schon wert. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. David Neres. Der David Neres kennt hier nichts. Krieg ich nicht. Alter. Wenn er den aber durchsteckt, dann hat er ihn. Da ist Rehse viel schneller. Super. Und ruhig, ruhig. Niklas Dorsch. Oh. David Neres. Huch. Keine gute Aktion. Deswegen Entschuldigung. Ach komm, es war keine Absicht, Mensch. Also ich wollte schon grätschen, aber ich wollte dich jetzt nicht töten oder so. Entschuldige. Okay, tut mir leid. Über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Ist natürlich mutig, jetzt von da zu versuchen. Ja, aber ne? Das spielt der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Kurz vor der Pause liegen die Gäste knapp. Oh, warum schon wieder so ein Scheißpass? Alles noch drin, aber man merkt schon, sie haben hier Fabian Rehse. Oh! Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabel. Warum macht er den denn nicht? Sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen. Doch. Das ist eine knappe Führung. Kann er doch so locker flockig deinen Winkel kloppen. Ich weiß, ich habe jetzt wieder leichtes Reden, weil ich muss es ja auch nicht machen. Bauer. Okugawa. Warte das mal ab, vielleicht kann jetzt was entstehen. Oh. Vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Rehse. Hey, das ist. Technik. Das ist kein Foul? Warum pfeifen die denn nie was für mich? Ich will ja nicht mehr, dass sie mich belohnen oder beschenken oder so.
Aber dass das faul ist, können sie ruhig pfeifen. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Okay. Aber wir müssen nachlegen, wenn die jetzt gleich aus der Pause kommen und sind wieder top motiviert. Dann sind wir am Arsch. Wir machen erstmal so weiter. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Oh, Alter, alle segeln dran vorbei. Was ist los? Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Hä? Vorne der Ball gewinnt. Hallo? Was stimmt mit meiner Mannschaft jetzt nicht? David Neres. Was stimmt aber mit der Mannschaft da nicht? Die gewinnen den Ball und spielen den einfach wieder bei den Gegnern im Fuß. Was soll das? Mann. Da, schon wieder. Was soll das? Jetzt kommt wieder dieses Momentum, ne? Und wieder, Alter. Wundert mich, dass der nicht reingeht. Alter, warum? Ey, da flippe ich ja aus, Alter. Bei diese Pimmelpässe. Meine Fresse. So, wir wechseln die hier wieder. Und wieder kein Foul, natürlich. Bald ist es vorbei. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den FC Augsburg. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Darauf freuen wir uns schon. Sie hoffentlich auch. Platz zum Kontern. Geh doch durch. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Ist es das? Oh. Den Händler! Damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Sie nehmen den Wechsel vor. Ecke in die Mitte. Was für eine Rettungstat! Das war natürlich richtig knapp auf der Linie gerettet. Fans, pushen Sie nochmal nach vorne, die wollen den Sieg treffen. Hui, hat er fast selber gemacht. Jetzt wird gewechselt. So, hier braucht man einen Linksfuß. Immer wieder Köln. Jetzt kommt die Ecke. Gute Aktion, gut geklärt. Kunze.
Schönes Pressing jetzt. Und damit ist der Ball weg. Reese. Jetzt kann das Tor fallen. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Arthur kann erstmal durchatmen. 1-1, der Spielstand nicht mehr lange zu gehen. Kurzer Ausblick aufs nächste Spiel. Der nächste Gegner des FC Augsburg heißt VfB Stuttgart. Und da müssen sie dann definitiv mehr zeigen als heute. Da trennt er ihn vom Ball. Meiner, geh doch durch, Mensch. Meiner, verpiss dich jetzt. Ecke. Aus der Ecke was machen, könnte das die Führung und fast schon der Sieg sein. Wir sehen den Wechsel. Wechseln auch nochmal. Ecke kommt rein. Den kann er oh. Ganz lokal. Da war bei beiden nicht hinter diesem Ball. Eine Minute noch. Der Vorstoß da jetzt. Ja, ja, ja. Oh, und Durinville. Schön. Oh, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Oh Gott, ey. Unfassbar. Oh, aber der Ballgewinn von Köhn und dann der Pass da raus aus. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Der war wichtig. Ist das dann natürlich kein echtes Problem mehr. War das Bayer? Nee. Kunze war das, die 6. Schön. Aber der Ballgewinn von Köhn, der war extrem wichtig da oben an der Linie. Dass er den geholt hat. Jawohl, mit dem Abpfiff. Ja. Oh. Top. Wieder so ein Sieg, so ein unerwarteter Sieg. Damit haben sie nun schon 9 Punkte auf dem Konto. Sind die Überraschungsmannschaft für mich im Moment. Richtig gut in die Saison gestartet. Fragen sich, geht das jetzt so weiter? Eigentlich ganz perfekt ehrlich, in die Saison gestartet. Ich kann's mir vorstellen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Wem sie heute diesen Sieg zu verdanken haben, ist... Das wissen wir durchaus. Das wissen wir wirklich. So. Danke, dass Sie direkt. Oh, ich bin so glücklich. So, was möchte er sagen? Wahrscheinlich was über Durinville? Manchmal braucht man halt Glück. Ich krieg unsere Moral aber nicht wirklich hoch. Ich habe der Mannschaft vertraut. Wir waren besser. Wir waren wirklich besser. Oh, das ging aber kaum hoch. Was hatten Sie vorbereitet? Wir waren das geschlossene Team. Wir waren besser vorbereitet. 2 Siege gegen Hannover unmöglich. Wir waren besser vorbereitet. Und da gibt es wieder ordentlich was für. Und wir sind wieder einigermaßen oben im Grün mit der Moral. Gucken mal, was hier steht. Kunze, stark genug. Bitte denk drüber nach. Der aktuelle Trainingsmann von Kunze ist wirklich nicht stark genug. Der ist bestimmt tot, ne? Jawohl. Aber gut, ich kriege die Nachricht noch immer dann, wenn das Spiel vorbei ist. Dass sie da Platz sind, ist ja ganz normal. Spätes Tor von Durinville sichert Hannover den Sieg. Durinville führte Hannover 96 mit Tor kurz vor... Hey, Durinville führte 96 mit Tor kurz vor Schluss zu 2-1 Sieg, ja? Gegen Augsburg. Okay. Leitlein gefragter Mann, das ist immer noch das Gleiche, ne? Ja, Polen, Ukraine, jawohl, Ghana. So, was sagt denn die Tabelle? Wir sind aktuell Dritter. 3 Spiele, 3 Siege, 7 Tore geschossen, 4 kassiert. Sind punktgleich mit Leverkusen und Dortmund. Dortmund hat auch 3 Spiele, 3 Siege, 7 Tore und 0 kassiert. Dortmund ist gut drauf. Bayern hat 2 Siege, 1 Unentschieden. Und jetzt spielen wir gegen Leipzig in der Red Bull Arena. Leipzig. Das kann ja was werden. Gut. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Wie gesagt, passt heute auf euch. Da ist noch Mikro weggekloppt. Passt heute auf euch auf. Ich hoffe, ihr kommt alle wieder gesund und munter nach Hause. Und ja,
Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen mit eurem Kater. Ne? Einen dicken Kater habt ihr morgen wahrscheinlich. Ich definitiv nicht. Aber okay, Freunde, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, und ich hoffe es, sehen wir uns morgen um 12 wieder. Ciao, ciao.